Schon durch, oder? Nee. Falsch treffen drückt. Hast du schon mal diese arme Horror-Mods gespielt? Wen habe ich gespielt? Diese Horror-Mods, es gibt das in Horror-Mods. Hier, Breaking Point oder was? Nee, irgendwie so, da spielst du wirklich so ein Horror-Szenario nach, wie so ein Horrorfilm. Ach So mit so. zwei bis drei Leuten oder so. Nee, habe ich noch nicht. Ich will mal wissen, wie man das runterlädt, wie man das spielt. Das ist ganz normale ARMA-Mission oder unter was läuft das? Oder ist das wirklich eine Mod, die du dir erst installieren musst? Ich glaube, das gibt es sowohl als auch. Das gibt es als Mission und das gibt es als Mods. Okay. Ich muss das auch mal richtig googeln. Ich habe es auch noch vom Kollegen gehört. Und soll richtig gut sein, ja? Ja. Soll Spaß machen. Muss mal gucken, ob es davon vielleicht auch Let's Plays gibt oder so bei YouTube. Ja. Tja. Weißt du genau, wie das heißt? Weißt du auch nicht, ne? Nee, nicht direkt. Es gibt auf jeden Fall mehrere. So, ab jetzt ist es illegal, ne? Ja. Ist auf jeden Fall eine Hellcat am Warlord. Wo denn?
Also ich sehe auch gerade im Hellcat. Ach so. Hauptsächlich, dass das auch nur bei eins von meinen Gangmitgliedern da ist. Die Hellcat zu reden für den Kopf. Ja, der Marie fliegt mit der Hellcat. Habe ich vorhin gesehen zumindest. Marie, keine Ahnung, kann ich schlecht lesen. Ja, so 15 Jahre ist Mädchen. Vorhin, wo ich rumgemacht habe, flucht er da auch mit der Hellcat durch die Gegend. Nein, ist ein Mädchen. Und Uran ist schon wieder gefallen, scheiße. Auf wie viel? Der war eben gestiegen auf 89 irgendwas, ist jetzt wieder gefallen auf 86. Aber vielleicht, wenn wir da sind, ist irgendwas anderes verkaufen und dass er vielleicht Wert nochmal steigt. Wenn wir Glück haben. Okay, Jo. Wo fahren wir lang? Blablabla. warten wir mal kurz. Ja, das war es von meinem Kopf. Jo, passt. An der Stelle kannst du gut zu zweit irgendwie Leute, also da die Hände zu überfallen. Ja. Weil da hast du ja so gesehen abgesichert, da kommen die Hände schwer durch. Und da brauchst du nur noch zwei Seiten absichern, weil auf einer Seite ist das mehr nur noch. Hat immer gut geklappt bisher. So habe ich mein meistens Geld gemacht. Bist du? Fahr schon mal los, also wir fahren direkt den Jungle. Nein, wir können ja noch einen Moment warten, vielleicht steigt das ja noch mal. Ja.
Bist du denn nach Pyrgos gefahren, oder? Bitte? So, wo bist du denn? Bist du nach Pyrgos gefahren, oder was? Nee. Fahrzeug reparieren kurz, wir gehen zum Scheißstein. Wie weit stehen hier Autos rum? Okay, das soll es dann bis hierher gewesen sein erstmal. Ich werde jetzt einen Cut machen. Wir werden einfach abwarten, bis der Preis steigt. Und sollte noch irgendwas Spannendes passieren, schalte ich nochmal kurz wieder rein. Kommt der nächste PKW angefahren und wartet hier. Ich kann gar nicht sehen, wer das ist. Ah, SRF Zuchtbulle guckt hier umher. Bist du noch da? Hallo? Ja. Okay. Ja, der Zuchtbulle fährt hier mit der Limousine hin und her. Beim Warlord. Beim Warlord, jetzt fährt er wieder weg. Jetzt steht er zwischen den Bäumen und wartet hier. Ich weiß aber nicht, ob da noch mehr im Auto drin sind. Glaube ich, die Sportlimousine. Wo bist du? Kommst du auch gleich, oder? Wo im Busch ist der beim Warlord? Das hat er mich, glaube ich, gerade gesehen. Nee, er fährt an mir vorbei. Hat mich nicht gesehen. Der fährt jetzt zum Wasser. Der kurvt hier rum und kurvt hier rum. Ach, der hat dich noch gar nicht gesehen, ja? Nee, da hat mich nur, ich stehe hier zwischen den Transistoren bei dem Umspannwerk, direkt gegenüber vom Warlord. Da stehe ich zwischen, da hat mich noch nicht gesehen. Jetzt guckt er hier bei den Autos, bei den Gebäuden. Jetzt fährt er wieder Richtung Warlord auf dem kleinen Sandweg. Oh, ich sehe ihn, ja. Jetzt ist er wieder beim Warlord. Bist du das im Hemd? Ja, ne? Ja, bist du immer? Ne, sehen tue ich dich nicht, aber gehört habe ich dich. Also, fährt hier hin und her. Tschüss. Ich komme noch mal zu Fuß hingelaufen.
Also entweder ist er blind oder er hat mich wirklich noch nicht gesehen. Bist du das da am Auto oben? Ja. Da sitzt keiner drinnen, ne? Nee. Kannst du mich sehen? Oder sieht man mich schlecht? Mit Fahrzeug? Das Fahrzeug, ja. Ich stehe hier zwischen dem Umspannwerk. Genau dazwischen, mittendrin. Vor deiner Nase steht ein roter Container. Dahinter. Ach so, ja, doch, ja. Jetzt sehe ich dich ja. Aber es ist gut getarnt auf jeden Fall. Geht gut unter. Na, wie gesagt, er ist fünfmal mir vorbeigefahren, der hat mich nicht gesehen. Na, soll ich anfangen mit dem Verticken, oder? Kannst du machen, ja. Ich habe den Handy auf jeden Fall im Auge. Okay. Kommt jetzt gerade wieder. Geht auch vorbei. Wie es aussieht. Kommt auf uns zu. Geht runter. Fahr mal lieber weg da. Meinst du? Ja. Oder sonst bleibt da, bleibt da. Ich geh in den Turm. Versuch sie da uns lang aufzuhalten. Ich weiß ja nicht, was er von mir will hier. Ne, der Morjo will wahrscheinlich selber noch irgendwas kaufen. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Er haut wieder ab, ohne was zu sagen. So, Kollege, bitte einmal auf Da will mich Anzeige geben. überfallen. Wie ist dein Überfall? Ist er alleine? Einer ist nach hinten weggelaufen, glaube ich. Los, hopp auf. Aber halt ihn hin, solange es geht. Ja, Nimm auf ja. gar keinen Fall die Hände hoch oder so, oder hast du den Nee, schon? ich sitze im Auto. Ich sitze Halt im. ihn hin, quatsch irgendwas, mach was Roleplay-mäßiges, weil er nimmt auf jeden Fall auf. Ja, okay. Aber die Hände nehme ich nicht hoch, oder? Nee, dann kriegt er dein Geld. Mahlzeit. Was ist denn los hier? Hallo. Oh, ist er weg. Ach, da sind Sie. Ich habe Sie gar nicht verstanden. Was wollen Sie von mir? Was machen Sie denn hier? Ja, ich wollte mir eine Lizenz holen. Was anderes wollte ich gar nicht. Dann habe ich nur gesehen, dass sie mit dem Heli kommen und ja, das war's schon. Sicher, dass Sie nur eine Lizenz holen? Ich wollte mir nur eine Das sieht Lizenz ja nicht holen, ja. ganz aus wie so ein Fahrzeug, mit dem man sich eine Lizenz holt. Ich komme gerade vom Farm, habe ein bisschen Geld verdient und ja, jetzt will ich mir die Lizenz holen, weil ich möchte demnächst mal Uran machen. Wird ja mal Zeit. Ich bin in 15 Sekunden auf Könnten wir Position, eine was ich kurze schließen Anfrage kann. prüfen? Haben Also Sie du hier musst Lizenz mich zum aber, Verkaufen? wenn es ernst wird für dich, musst du mich vorher aber auch ankündigen, ne? Okay. Also, Bitte, bitte wenn nochmal, du ich habe Sie wirklich nicht ernst bist. verstanden. Haben Sie die Lizenz schon gekauft? Ich habe die Lizenz gerade gekauft, ja. Dann würde ich das gerne mal überprüfen, indem Sie die Hände heben und ich Na, mal eben in Ihre Taschen schaue. die Hände höre ich natürlich nicht. Ja, ich würd gerne mal in Ihre Taschen schauen, ob Sie die Wahrheit sagen. Okay, wenn meine Taschen schauen, ich soll die Hände heben, sagt er.
Du weißt schon, dass ich nicht alleine bin, ne? Also ich werde mich hier bestimmt nicht ergeben. Sagt ihm ein Scharfschütze, zieht ja, gerade auf seinen Kopf. Dass wir nicht alleine sind. Vom Turm aus. Von den Psychos. Ja, also die Psychos, pass auf. Wenn du die Wahrheit sagst, dann passiert nichts. Einer von den Psychos sitzt dort oben auf dem Turm und richtet genau ein Scharfschützengewehr auf deinen Kopf. Und dein Partner hat er auch schon gesehen. Er guckt zum Turm. Er ist ja auch richtig unauffällig da hinten, decken in dem Heli. Sag ihm, wir können es friedlich regeln, ansonsten kommt Verstärkung. Nee, aber ich würde das gerne mal prüfen, weil wenn du die Wahrheit drück nicht sagst, den Harzer-Knopf. Sag, ich drück den Harzer-Knopf. Ja, sonst drücke ich gleich den Harzer-Knopf. Sie können mich jetzt einfach in Ruhe lassen und wir können das hier friedlich regeln oder... Harzer-Knopf war jetzt links, dann kommen sie alle. Ja, wir wollen das ja auch gerne friedlich regeln. Wenn sie einfach nur ihre Hände nach oben nehmen, dann können wir es überprüfen. Wenn sie die Wahrheit gesagt haben, was ich bis jetzt annehme, dann sind wir hier wieder weg. Also ich werde bestimmt nicht die Hände heben. Du musst mir schon vertrauen, also... Tut mir leid, vertrauen kann man hier niemanden leider. Sagt, er soll abbrechen innerhalb von 5 Sekunden und verschwinden oder ich schieße. Wenn sie die Wahrheit gesagt haben, dann braucht das gar keine Angst zu haben. Gut, innerhalb von 5 Sekunden brichst du deine Aktion jetzt bitte ab, ansonsten wird geschossen. Von wem? Von wem ist doch egal. Also ich bin hier mit den Psychos unterwegs, also... Nee, sie müssen schon die Leute ankündigen, die hier schießen werden. Er sagt, ich soll die Leute ankündigen. Hatte. Also wollen sie... Sagt Dr. Hayes, Psychos. Dr. Hayes von den Psychos wird gleich auf dich schießen, wenn du mich jetzt nicht hier in Ruhen lässt. Also, ich steige jetzt wieder ein und dann ist alles okay, ja? Ja, da ich das leider gerne überprüfen würde, müssen wir es leider so durchziehen. Ist morgen. Er hat mich niedergeschlagen. Er hat mich auch gefesselt, ich stehe hier vor dem Auto. Hast du ihn erwischt? Nee, ne? Hast du ihn erwischt? Negativ. Obwohl ich glaube noch ein, zwei Mal, aber der ist jetzt weg. Kommt einer wieder. Da schleicht er um mich rum. So, damit wir es überprüfen können, müsste ich sie leider jetzt töten. Tut mir leid. Er will mich töten, sagt er. Er hat mich getötet. Er hat mich getötet. Tut mir leid, oder? Weiß er, wo du bist? Ja. Okay, der rennt hier um Hammond rum. Ich hab mal Request Medic gedrückt, vielleicht kommt ja jemand. Nein, die werden den wegschicken. Weißt du, wo der zweite war?
Nee, der ist vom Heli aus nach hinten gelaufen. War nur einer? Nee, also der Typ hier, der Morjo, hat mit mir gequatscht und der zweite ist vom Heli aus nach hinten weggelaufen. Der eine rennt hier aber ständig beim Hammett rum. Und es kommt noch ein PKW. Hast du gerade geschossen? Ja. Auto ist halt gerade angehalten. Du, ansonsten, wenn mir hier nicht geholfen werden kann, durch einen Medic oder sonst irgendwas, dann, du hast ja meinen Schlüssel, dann verkauf meinen Scheiß mit und gib's mir nachher die Kohle einfach. Ja. So, wie gesagt, ich habe schnell wieder eingeschalten und ja, wir sind überfallen worden von den SRF und haben Verstärkungen gerufen an den Psychos und so weiter und so weiter. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert, ob wir noch geholfen werden kann durch den Medic oder ob er den ganzen Scheiß komplett selber verkauft, mir später die Kohle gibt oder wie auch immer. Schauen wir mal. Und naja, ich lasse noch ein bisschen laufen, mal gucken, wie es hier ausgeht. Gut, ich cutte hier nochmal an dieser Stelle und schalte wieder ein, wenn es irgendwas passiert. Bis gleich.
Gut, der Herr ist es wieder bei mir, aber noch nicht im TS. Fall back. Four, return to formation. Three, regroup. Four, return to formation. User joined your channel. Jo, da bist du wieder. Ja, eben gerade kam noch eine verbündete Gang und die haben dann da alles aufgeräumt, aufgelöst und alles hat gepasst. Okay. Bloß halt, ich glaube, du hast Bargeld gehabt noch, ne? Das ist auf jeden Fall weg. Ja, und was jetzt noch, was weiß ich, muss mal gucken. Ja, der LKW ist noch voll, ne? Ja, da waren noch irgendwie 36 oder so. Ja, ich konnte, glaube ich. 5 Millionen habe ich jetzt. Okay. Ja, ich konnte einmal konnte ich verkaufen, 13 Stück, und der Rest ist halt im LKW. Ja, 38 Stück oder so waren da drin, ich weiß nicht genau. 38, 39 Stück. Und komm mit dem Kart hergefahren, dass ich meinen LKW weghole hier. Okay. Dann bleibt man noch ein bisschen da, ja? Dass sich keiner zu schaffen macht. Okay, dann bin ich gleich im Spiel zurück. Tja, so kann das gehen. Ja. Ja, ich habe eine Meldung auf dem Bildschirm. In 4 Minuten darf ich erst weiterspielen, weil GearSafe verboten ist. Ich bin beim letzten Disconnect verstorben und wahrscheinlich werde ich gleich ohne alles spawnen. Okay. Haben sie wohl neu gemacht. Ah. Ja, beim letzten Mal hat es noch geklappt, ja. Da bin ich ja gecrashed mit dem Heli und als kein Medic gekommen ist, habe ich einfach Arma 3 beendet.
neu gestartet und bin ganz normal reingekommen mit meinem Gear, mit meinen Waffen, mit meinem allen, ne? Das haben sie jetzt wohl geändert. Sie haben so einiges geändert. Ist nicht sehr positiv, da es allein schon allgemein sehr teuer und schwergierig auf diesem Server ist. Ja. Gut, dann soll es an dieser Stelle wirklich gewesen sein. Ich warte jetzt die Zeit ab, treffe mich mit Dr. Hayes und fahre meinen LKW nach Hause. Der gibt mir die Kohle und dann war es das. Ist halt blöd gelaufen und ja, so kann es halt auch mal passieren. Also, ich danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal, jetzt endgültig. Also, haut rein, ciao, macht's gut.